alle Ayat und Ahadith, die darauf hinweisen, wie nobel der Rang der Frau ist im Islam. Und dann nimmt man diesen Hadith, um den Islam dann zu kritisieren. Dieser Hadith hat überhaupt kein Potenzial für Kritik, wie wir gleich sehen werden. Da gibt es nichts zu kritisieren. Ja? Rein logisch, jetzt, ich meine, als Muslim ist ja klar, Rasul sallallahu alaihi wasallam, egal was er sagt, ist richtig, oder nicht? So, Punkt, aus, Ende, Schluss. Aber wir reden ja jetzt, wenn man ein Gespräch führt, vielleicht mit Nicht-Muslimen. Ja? Oder leider auch, das gibt es ja auch, dieses Phänomen, Muslime, die leider eben, das sage ich immer, Minderwertigkeitskomplexe haben. Die denken, der Islam, ah, ich bin Muslim, aber, ja, dieses. Warum? Weil sie ihre Religion nicht gelernt haben. Nur Scheinargumente gehört haben, nur die Islamkritiker gehört haben. Es gibt Leute, die hören sich lieber Talkshows an, anstatt ihre Religion zu lernen. Und dann wundern sich, warum denke ich eigentlich so schlecht über meine Religion? Ja, lern mal deine Religion. Schau dir weniger Talkshows an, weil da sind ja keine Gelehrten, die über den Islam reden. Diese Islamexperten haben ja überhaupt keine Ahnung vom Islam. Das weiß ja wohl jeder, das ist jetzt kein Geheimnis.